Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. So, die Woche wird es ein bisschen wenig mit Videomaterial. Ich habe den eine gute Zeit dran gelassen, sage ich mal. Und der RMF vom Astra ist auch fertig. War bei 14,8 ungefähr. Ich denke, das reicht. Ich messe die morgen in Ruhe nochmal. Ich gehe zu pennen. Die dann auch. Und ja, gegebenenfalls hänge ich sie nochmal ran. Aber ich denke, es langt. Und wir können mal bei dem halt einen ersten Entladetest machen, hier hoffentlich den abschließenden. Und ja, dann ist noch geplant, mein RMF zuletzt. Und dann alle Batterien nochmal mit dem CTEC-Ladegerät laden, um einfach nochmal gegen zu vergleichen, ob nach der RMF-Ladung auch das CTEC-Ladegerät die Batterien wieder auf den Wert bringt, ungefähr. Ne? Von der Erfahrung her sagt, ja, gucken wir mal, ob das dann so auch ist. Ne? Na gut, ich sag mal bis morgen. So, neuer Tag, neues Glück. Wir haben 19,34. Was ist jetzt mit der Kamera? Hallo. 19,34. Laut Tabelle schlechter geworden. Wir sind bei 13 Volt. Na ja, gut, werden wir sehen. Machen wir mal Entladetest mit dem Ding und gucken halt, was rauskommt. Ne? Jetzt haben wir ja noch die Nummer 1. Lassen wir auch gleich mal. 7 Milliohm. Knapp 13 Volt. Das ist die Nummer 1. Da hat man 7,8 Milliohm. Was haben wir jetzt? 7. Okay, also 0,8 Milliohm besser geworden. Mal gucken, ob da noch mehr rauskommt. Ich mach jetzt mal Entlade Nummer 9 und dann gucken wir, was rauskommt. So, Entladetest abgeschlossen und wieder so gesagt, ne? Genau 108 Wattstunden aus der Nummer 9. Ja, ich werde dann mal mit der Nummer 1 weitermachen. 108 Schmidt Stunden und wir haben, das war die Nummer 9, 152 mit dem CTEC. Also der RMF funktioniert auch. Ja, bleibt jetzt eigentlich nur noch hier Entladetest, den mache ich jetzt mit der Batterie noch. Ja, und dann eigentlich nur noch mein RMF. Ne? Und dann hatte ich mir überlegt, wir tun mal die Eingangsmessung, die ich gemacht habe. Ich tue dann einfach alle nochmal mit dem CTEC laden und wir vergleichen nochmal, ne? Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Na, mal sehen, was aus da jetzt rauskommt. Und geschafft. Nummer 1 beendet. Wir sind bei 238. Gehabt haben wir 213. Ja, würde ich mal sagen, funktioniert auch. Und ja, ich werde mich jetzt mal dann an letzten Kandidaten machen. Ich habe jetzt mal meinen RMF, den ich antreten lasse. Der ist aber von Achim gebaut, vor ewigen Jahren, die meisten. Einige werden ihn ja kennen. Und ja, mir bleibt jetzt nur noch die Nummer 3. Alle anderen sind ja schon in Benutzung gewesen, beziehungsweise die Nummer 6. Aber die ist ja fast wie neu, das ist eigentlich Schwachsinn. Ich würde jetzt sagen, nehme ich die Nummer 3, obwohl die schon 482 gebracht hat. Mal gucken, vielleicht kann ich ja auch schlagen. Die Batterie, die hängt jetzt, keine Ahnung, gefühlt schon 4 Tage am RMF. Oh, da ist ein bisschen warm. Die Batterie ist aber wärmer wie der RMF. Ja, ich würde sagen, die ist voll. Aber ich habe eine 16,5 eingestellt. Normalerweise lädt er die, muss ich am Eingang 16,5 haben. Und jetzt will ich echt einfach mal nochmal kontrollieren mit dem Multimeter. So, Insel. Ach, zum Glück hatte ich nicht auf Ampere geschalten, das hätte einen schönen Kurzschluss gegeben. Hä?
13, 9. Ungefähr gleich war. Ja gut, kann sein, dass wir da vielleicht noch mal einen Durchgang machen müssen oder so. Aber das ist schon komisch, dass nur 13,9 ist. Hier geht es auch nie weiter. Oder ich mache mal eine Pause. Aber die ist halt einfach im Arsch. Ne? Das kann natürlich auch sein. Hier bläht sich so. Ne, keine Ahnung. Machen wir einen Ladetest und dann gucken wir. Weil ich würde jetzt ungern die noch weiter. Ne, es reicht. Komm, wir machen aus. Das bringt nicht. Voll ist voll. Vielleicht ist sie einfach am Sack. Hört das? Ganz leicht ist er auch am Blubbern. Also ich würde sagen, die ist voll. Machst du dann mal entladet das, lass dich mal ein bisschen abkühlen und dann gucken wir mal. Uha. 180 Milliohm, 10,8 Volt. Nein! Die nächste, die platt ist. Hm. Ich habe aber nur 1,4 Ampere drauf gegeben. Ne? Ja, okay, da haben wir nochmal die Bestätigung. Das, was beim Thorsten passiert ist, ist jetzt hier mit der anscheinend auch passiert. Ich würde mal sagen, ist einfach eine Zelle abgekackt. Ne? Wie bei der, was war denn das, die Nummer 7? Ne, was war das? Ich glaube, die Nummer 7, ne? Hier. Ne, Nummer 2 defekt. Ja, die ist jetzt so im Arsch. Ich habe jetzt, Leute, ehrlich gesagt, keine mehr, die ich jetzt noch testen könnte. Oder ich könnte jetzt höchstens mal noch. Das ist jetzt. Da würde ich jetzt das Ergebnis verfälschen. Nee, passt auf. Müsst ihr mir einfach mal glauben. Meiner funktioniert auch. Ne? Also ich denke, das selbe Problem wie beim Thorsten. Ich habe jetzt leider keine Batterie mehr. Ich hätte jetzt nur noch die Ultima wollte ich jetzt fast sagen. Ne? Die Optima. Und die ist ja fast neu. Ne? Also da. Das lohnt, glaube ich, nicht. Die Nummer 4. Wir hatten alle schon benutzt. Weil ich möchte jetzt gerne. Also, außer er besteht jetzt unbedingt darauf, da muss ich den meinen dann irgendwie mal nochmal im Nachhinein testen oder so. Sorry, Achim. Also, siehst Achim, unsere kann auch Batterien kaputt machen. Nicht nur Thorsten seiner. War es anscheinend für die schon zu viel. Krass. Ne? Ich habe es echt auf 1 Ampere begrenzt. Gut, ich habe am Anfang. Eine halbe Stunde oder so, ich habe nicht drauf geguckt, ist er auf 3 Ampere oder so. Da wird die wahrscheinlich gleich am Anfang verreckt sein, weil bei 1 Ampere wird er normalerweise auch nicht warm. Naja, ist nur wie es ist. Ich denke, die kann in die Tonne. Haben wir 2 zerwürscht. Naja, von 10 Stück ist, denke ich mal, 80% haben wir besser hingekriegt, die ein oder andere schlechter hin oder her. Und ich habe ja euch gesagt, zum Vergleich möchte ich jetzt alle, deswegen will ich jetzt nicht mit dem jetzt hier irgendeine andere laden oder so, weil das wieder das Ergebnis, wie gesagt, verfälschen würde. Die Nummer 6, mit der haben wir jetzt im Grunde nichts gemacht, die nehme ich komplett raus. Beziehungsweise, ja, die nehme ich raus, das ist sinnlos, das kann sich jetzt nicht geändert haben, wenn, dann ist es wahrscheinlich nur schlechter geworden vom Rumstehen. Und die anderen lade ich jetzt alle mit dem C-Tech-Ladegerät nochmal, mache dann wieder den Entladetest. Um einfach mal zu überprüfen, ich habe extra ja hier die Eingangsmessung gemacht. Dann, das sind unsere Versuche hier. Und jetzt kann ich nochmal ein Blatt machen, die Ausgangsmessung nochmal mit dem C-Tech-Ladegerät. Einfach mal um zu gucken, ob wir diese Werte jetzt hier durchgängig alle schlagen oder nicht. Ob dieselben Werte rauskommen, die RMFs grob rausgeprügelt haben. Ob vielleicht mehr rauskommt nochmal, dass das C-Tech-Ladegerät jetzt, weil die REMs die Dinger freigezockt haben, auch noch ein bisschen besser wird. Ich weiß es nicht, interessiert mich aber auch selber. Und vor allen Dingen, es gibt dieses, wir sagen mal, dieses Gerücht, Mythos, dass wenn man eine Batterie mit einem REMF regeneriert hat, dass man das immer mit dem REMF machen muss. Ne? Das stimmt nicht, das weiß ich jetzt schon. Das können wir jetzt hier nochmal bestätigen. Ne? Die Mehrkapazität eventuell, die man durch RMF-Ladung mehr rausholen kann, okay, ne, das kann halt ein C-Tech-Ladegerät nicht. Ne? Aber auf die Werte grob, die wir rausgekriegt haben von den RMF-Entladungen, sollten grob
beim Ausgangstest auch rauskommt. Ne? Ich hoffe, das ist logisch. Also das habe ich mir so überlegt. Und ja, das mache ich jetzt einfach. Ne? Wie ihr bemerkt habt, zieht sich das Video jetzt schon ein bisschen. Ich werde euch jetzt hier noch mitnehmen bei den so ab und zu mal Entladetests und so, dass wir ein bisschen Videomaterial haben, dass ihr auch seht, dass ich es mache und nicht irgendwas aufschreibe. Und dann mache ich aus den ganzen Krempel ja ein Diagramm oder irgendwas oder ein Diagramm, das ein bisschen übersichtlicher wird, was hier genau passiert ist. Gestiegen, gefallen, kaputt gemacht und ja. Aber ich denke, es ist echt ein guter Schnitt. Von 10 Batterien vom Schrottplatz haben wir, sage ich mal, 8 besser gemacht und teilweise 1, 2, 3, 4 Stück wieder fast 100%. Ne? Die Nummer 8 und Nummer 7 zum Beispiel. Ne, 8, 9, ne, ist egal. Ne, 7. Die zwei Fetten hier, die hatten ja am Anfang hier 43 und 31. Ne? Wenn wir jetzt hier mal gucken, 579. Ich hoffe, wir kriegen die 500 oder irgendwas wieder zusammen mit dem und ja, let's go.